zu uns auf die Bühne bitten. Das sind die beiden. Ja, ich chaussiere. Einen Applaus bitte nochmal. Gratulation und herzlichen Dank für diesen sehr, sehr wichtigen Film, wie ich finde. Wir haben gleich ungefähr 15 bis 20 Minuten Zeit. Sie können gerne auch Fragen stellen. Was mich zunächst mal interessieren würde, Herr Chaussy, wie haben Sie sich gefühlt beim Zuschauen im Körper von Benno Fürmann? Wie war das für Sie? Naja, etwas jüngerer Körper jetzt, ja. Nein, das ist schon ganz schön. Der Benno hat vor allem eines rübergebracht. Er ist ein tougher Typ, tougherer Typ, als ich sicherlich je gewesen bin. Aber er hat eben auch die Schwierigkeiten, den Zweifel, die Unsicherheit, all das, auch die Paranoia, die einen da ab und zu bei dieser jahrelangen, oft erfolglosen Recherche überkommt. Das hat er, finde ich, unglaublich gut reingepackt in die Figur, die halt, klar, bigger than life ist. Es ist ein Spielfilm. Es ist hier ein richtiger Spielfilmregisseur, der hat es in Los Angeles gelernt. Und das muss man immer noch sehen. Aber ich habe eine Bitte. Ich muss unbedingt einen Dank abstatten. Hier sind nämlich, es gibt eine von vielen sehr authentischen Szenen, ziemlich am Anfang, ganz am Anfang dieses Filmes, als ich nämlich tatsächlich selbst mit meinen damaligen Wohngenossen unter Terrorverdacht aufgrund einer Denunziation geraten bin. Anklage, Gründung einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung von Sprengstoffverbrechen und so weiter und so fort. Und damals... Sag noch dazu, sicher ist naja, man weiß ja nicht. Und das war die Zeit, in der ich damals beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe bei Christoph Lindenmeier, der sitzt hier, Zündfunk, Bayern 2. Und ich bin damals natürlich zu ihm beichten gegangen. Ich konnte ja irgendwie nicht verschweigen, was da gelaufen ist bei uns. Und der hat mich nicht fallen lassen. Da konnte ich weiterarbeiten im Bayerischen Rundfunk. Und dann sitzt hier Gabriele Förg, ebenfalls Bayern 2, Land und Leute. Bei ihr durfte ich das Thema Oktoberfestattentat in Features bearbeiten, aus denen wir ja immer wieder hier auch Ausschnitte hören in diesem längeren Prozess. Natürlich konnte man nicht da die ganze Zeit darüber berichten, das ist ja klar, also das nervt irgendwann. Naja, gut, das wollte ich einfach gesagt haben, denn also ohne zum Beispiel den Werner Dietrich, den Anwalt, wäre ich gar nicht in die Sache reingekommen. Der hat sich selbstlos um die Opfer gekümmert, ist nicht bezahlt worden. Er musste für die Akten zahlen, die er einsah, eine Mark pro Seite, pro Kopie. Das ist die Stellung von Leuten, die sich für Terroropfer, das ist natürlich damals gesammelt worden, so im Bereich der Gewerkschaftsjugend und so, die haben ihn dann unterstützt. Aber das sind alles so Sachen, die sind wirklich wichtig. Und wenn es solche Menschen und solche Kollegen nicht gäbe, dann hätte ich diese Arbeit nicht machen können, die ich gemacht habe. Dann hätten wir zusammen jetzt sehr viel später den Film gar nicht machen können. Das muss einfach mal gesagt werden. Daniel, wir haben schon gehört, du bist ein gestanden erfolgreicher Spielfilmregisseur. Das hier ist aber eine Mischung. Nee, ist so. Das ist jetzt eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation. Wie war dein Projekt von Anfang an? Wo hast du die Abwägung getroffen? Das nehme ich rein, das dramatisiere ich oder nehme das raus? Also ich denke ehrlich gesagt, dass wir hier schon auf einem sehr spielfilmlastigen Spielfilm sind. Das hat sehr wenige oder gar keine dokumentarischen Elemente. Also im, ich sag mal, szenischen Sinne. Es gibt keinen, also es gibt ein bisschen Archivmaterial, aber hat eigentlich keinen dokumentarischen Ansatz. Die Erzählweise oder ich sage mal die Thematik, und deswegen hier Dinge aufzeigen können, die einfach im Dokumentarischen noch nicht präsentiert wurden und nicht in der Art und Weise ausgeführt wurden. Das ist der Vorteil. Und das Projekt hat sich auch über die Jahre hinweg, wir sind ja seit 2008 aktiv an der Entwicklung des Stoffes, zugange.
sich von, ich sag mal, einem dokumentarischen Herangehensweise zu einer semi-dokumentarischen, also Doku-Fiktion und dann eben zum vollen Spielfilm entwickelt, auch weil wir eben genau das wollten, was jetzt gerade passiert, dass doch einige Leute darüber sprechen, dass die Kinoseele jede Vorstellung schon nach 3 Tagen ausverkauft war, so mehr oder weniger. Das ist das Ziel, damit wir an die Menschen kommen, damit die Botschaft, also der Denkanstoß, der politisch-gesellschaftliche Denkanstoß, den wir geben wollen, einfach rauskommt. Bitte, haben Sie Fragen? Sie dürfen auch nochmal klatschen. Ganz schlimm war eigentlich im Zusammenhang mit den Opfern, dass sie immer beansprucht worden sind, sie mögen eher für die Human Touch Story herhalten bei jedem runden Jubiläum. Nachdem ich 1985 das Buch über meine Recherchen veröffentlicht hatte, habe ich das also in den runden Jubiläen erlebt, dass dann immer so eine Woche vorher ging es dann los, ach, Sie haben doch das Buch geschrieben über das Oktoberfest, dann können Sie uns einen Kontakt machen mit dem Opfer, möglichst schwer verletzt. Das ist eine ziemlich zynische Angelegenheit. Die Menschen, die Schwäche, warum auch Werner Dietrich so wenige Mandanten hatte, die lag ja darin, diese Menschen mussten, wenn sie überlebt haben, mussten ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen. Die haben jeden Tag, jede Stunde an dieses Attentat gedacht und seine Auswirkungen. Und was ist es für eine billige Geschichte? Was haben wir denen zu bieten? Wenn wir sozusagen diese kaum verschorften Wunden dauernd aufreißen und ihnen eigentlich nichts zu bieten haben, was steckte da eigentlich dahinter? Weil die waren natürlich nicht zufrieden damit. Und die wenigen, die den Mut hatten und bei denen die Verzweiflung zu groß war, wie bei Ignaz Platzer, der ja 2 Kinder verloren hat, dessen gesamte Familie zerstört worden ist durch diesen Anschlag, diese wenigen bei Werner Dietrich waren wirklich dann auch die Einzigen, die sowas gemacht haben und auch danach verlangt haben über den Anwalt Dietrich, dass die Generalbundesanwaltschaft sich der Sachen weiter annehmen möge. Ich habe deswegen die Opfer ziemlich in Ruhe gelassen, muss ich sagen, außer wenn es um solche Aussagen ging, die aber von den Schwerverletzten, das war ein großer Zufall. Wer da überlebt hat, Lauterjung beispielsweise, dieser Hauptzeuge, warum hat er alles so genau beobachtet? Nur im Augenblick der Detonation ist eben diese Familie vorbeigezogen. Zu jedem, der da in der Nähe überlebt hat, weiß man eigentlich heute, wenn man auf den Plan guckt, derjenige, dessen Leben dafür hat, als Schutzschild herhalten müssen. Das sind alles so Geschichten, die einem dann kommen, wenn man sich damit befasst. Und ich fand immer, das Beste, was man für die Opfer tun kann, ist zu versuchen, diese Geschichte irgendwie klarzukriegen. Ganz interessant zur Entstehungsgeschichte des Films ist auch, dass wir uns aus diesem Grund ganz dezidiert, eigentlich relativ bald entschieden haben, eben keine Opfergeschichte zu machen und nicht aus der Perspektive einer Familie, die zerstört wird oder eines Opfers, der leidet, sondern wirklich uns zu konzentrieren auf die, ich sag mal, für mich auch das hohe Lied, auf den investigativen Journalismus, auf Leute, die im öffentlich-rechtlichen System oder generell im journalistischen Rahmen, wie jetzt Uli Chaussy und seine Kollegen arbeiten, zu fokussieren, die letztendlich die Erinnerung und die Arbeit, deren Arbeit einfach die Geschichte am Leben gehalten hat. Obwohl sehr viele versucht haben, einfach irgendwie den Tisch fallen zu lassen. Nie irgendwo aufgetaucht. Also es wurde ja direkt nach dem Attentat auch, ich sag mal, die Krankenhäuser abgeklappert und geschaut. Also ich habe ja vor zweieinhalb Jahren nach einer letzten Auseinandersetzung nach der Vernichtung der Asservate vorfristig, also vor Ablauf dieser Schutzfrist, dann die Genehmigung erteilt bekommen, in Koblenz die gesamten Akten der Bundesanwaltschaft einzusehen. Man kann diese Spur der Hand eine Weile lang verfolgen und ich kann nur so viel sagen, ich habe noch nicht aufgehört, danach zu suchen. Und dann eigentlich, dann ist die Sache interessant, weil, wie gesagt, das ist eine eindeutige Personenspur.
damals, als man über Serologie nur ausschließen konnte, was wem gehört, zu wem gehört die Hand, ist ja auch, und das steht im Abschlussbericht der bayerischen Ermittler drin, diese Hand ist nicht von Gundolf Köhler und er ist der einzige bekannte, das einzig bekannte Opfer, das, von dem man weiß, ja, Täteropfer, dass dieser Mensch seine beiden Hände verloren hat. Niemand sonst wurde mit solch einer Verletzung eingeliefert. Allerdings muss ich davon ausgehen, wenn dieser Mensch so gravierend in der Nähe des Explosionszentrums verletzt worden ist, gehe ich nicht davon aus, dass der überlebt hat. Also es ist einfach eine sehr, sehr scharfe Geschichte. Entweder die haben sich damals in der Serologie getäuscht. Ich habe die Bundesanwältin Harms aufgefordert, zu klären, wenn die Serologie damals falsch war, dann ist es vielleicht die Hand vom Köhler. Aber deswegen untersuchen sie es jetzt. Schauen nach der DNA. Aber dann, wie gesagt, kam mir die Nachricht, es ist vernichtet. Ich hoffe jetzt, dass also Joachim Herrmann hat jetzt diese Spurenakten jetzt zur Untersuchung freigegeben, deren Existenz mir gegenüber vor 6 Jahren geleugnet worden ist. Damals ist gesagt worden, wir haben überhaupt gar nichts, keine Asservate mehr. Es sind ja nur 211 von fast 1000 nach Karlsruhe geschickt worden. Die Akten sind jetzt da, jetzt dürfen sie auch angeguckt werden. Selbe Frage stellt sich mit den Asservaten. Ja, also da muss man einfach nur dazu sagen, dass so ein kleiner, depperter Film daherkommen muss, damit die Landesregierung oder dass die politische Ebene sich dessen annimmt und plötzlich 3000 Spurenakten freigibt. Das ist ja vorgestern Abend passiert, also am Tag vor unserer Premiere, nachdem wir im Landtag das gezeigt haben. Das ist, also wir waren vor 2 Wochen im Bayerischen Landtag, da hat Herr Herrmann uns seine Unterstützung nach der Konfrontation, die sehr geschickt von Uli Schüssi eingefädelt wurde, auf dem Podium zugesichert. Und jetzt plötzlich am Tag vor der Premiere bekommen wir da die Zusage. Das ist aber einfach pervers, ehrlich gesagt. Also anders kann man es nicht sagen. Einfach wir werden dann also wir hoffen, dass wir wirklich was tun können. Das ist verrückt. Aber wie gesagt, ein blöder Film. Also das ist ein Film, das man, also für mich als Filmemacher ist es unverständlich, dass es das braucht, damit hier agiert wird. Das ist also ich denke mal, die Thematik auf dem rechten Auge blind ist uns allen bekannt. Und so gesehen ist es ja doch ein recht naheliegendes medizinisches Phänomen, das uns da einfach gereizt hat von der Bedeutung, von der Interpretation her. Es wird aber auch noch ein Untertitel dazu, muss man ganz klar sagen. Also wenn wir ins Kino kommen, wird noch ein Untertitel dabei sein. Aber wir wollten uns jetzt, wir sind letzten Samstag fertig geworden mit diesem Film und haben ihn dann erst, also es ist alles relativ frisch noch passiert. Dahingehend wollten wir uns mit nichts hetzen, was überstürzen ist. Und das Wichtigste war, den Film in höchster Qualität abliefern zu können. Das ist eine wirkliche Filmfamilie. Begonnen hat das Projekt mit ja eigentlich Dina Harig, Danuta Harig Zandberg, Daniels Mutter. Die Eltern kenne ich schon sehr, sehr lange. Ja, eigentlich da warst du noch nicht geboren, ne? Ja, und der Ansatz war ja erstmal tatsächlich, dass wir ein Dokudrama machen wollten und eigentlich so Spielszenen ja mindestens im Angang dieses recherchierenden Journalisten, der vom Dokumentarischen her kommt, der ich bin, da war an gar nicht so viel gedacht. Und also auf der Suche nach Produzenten ist zunehmend daraus die Spielfilmidee geworden. Und dann fingen seine Augen an zu leuchten, weil er das halt studiert hat und finde ich eben wahnsinnig toll, auf so Kniffe gekommen ist. Also dieser ganze Drehbuchprozess war halt sehr spannend, weil wir aus völlig verschiedenen Universen kommen, aber sehr gut miteinander klarkamen. Und was den Vater anging, der ist ein obsessiver Bildermacher, das glaube ich, kann man wirklich sehen. Das habe ich auch immer schon bei den Dokumentardrehs mit ihm zusammen gemerkt. Das sind zwei starke Augenmenschen zusammen und Vater und Sohn. Und na, das kann manchmal ganz scharf werden. Aber
was dann wirklich scharf wird, die Bilder. Was auch insbesondere schön ist, einfach, ich sag mal, die, ich sag mal, Generationenkonstellation zwischen Ulrich und mir, aber gleichzeitig zwischen meinem Vater und mir. Also, ich sag mal, doch ein sehr cross-generationelles Zusammenarbeiten mit viel Reibung, was wunderschön ist und einfach enorm viel Kreativität hervorbringt. Also, für mich persönlich ist die Inspiration aus Konflikt ist nichts Negatives, sondern was sehr Positives. Aus Reibung kommt was Wunderschönes, wenn es im Positiven gesehen wird und nicht als, ich sag mal, Ego-Kampf oder irgendwie sowas macho hin und her, sondern insbesondere in einem familiären in der familiären Beziehung, da gehört Uli einfach irgendwie dazu, kommt einfach wahnsinnig schön vieles raus, wenn wahnsinnig Respekt von allen Seiten zusammen gegenüber steht. Ich hoffe, ich habe damit halbwegs so ein bisschen. Also das, denke ich mal, ist auch eine Geschmackssache. Also ich finde die Musik nicht sonderlich reißerisch und ehrlich gesagt ehrlich, sehr ruhig und über lange Strecken gibt es auch gar keine Musik. Also im Vergleich zu, also ohne jetzt Vergleiche ziehen zu wollen, es ist nicht ungewöhnlich viel Musik drin. Nee. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich nicht reißerisch. Aber Geschmäcker sind sehr unterschiedlich, aber das ist ja auch in Ordnung und gut so. Also tut mir leid, wenn Sie Ohrenschmerzen haben. Also wirklich, ganz okay. Ich nehme immer gerne Informationen entgegen in dieser Sache, das ist schon seit längerer Zeit. Da ist zurzeit eben auch einiges im Angebot und so will ich es auch mit Ihren, mit dem, was Sie mir an Informationen geben können, halten. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, wenn Sie die Idee des Filmes genau angucken, werden Sie spüren, wir sagen nicht, und ich habe auch nie gesagt, in keiner meiner Publikationen, wer dieses Attentat begangen hat. Ich habe es nicht mal in Bezug auf Karl-Heinz Hoffmann gesagt. Was ich erlebt habe in diesen 30 Jahren ist, ich habe genau rausgekriegt, warum dieses Attentat nicht aufgeklärt worden ist. Und dass das in einem politischen Kontext stand, das glaube ich, mit Hug und Recht zu sagen zu können, das kann ich beweisen. Die Szene ist eine Metapher eigentlich, vor allem dafür, dass man ja ziemlich einsam ist in manchen, auf manchen Strecken dieser Ermittlung. Man wird obsessiv, man wird paranoisch, man weiß selber nicht mehr, ob man recht hat oder eigentlich wirklich total spinnt. Wir wollten sowas wir wollten dafür auch Bilder finden. Und das haben wir zum Beispiel mit dieser Szene. Bedrohung habe ich beispielsweise vor Drucklegung des Buches empfunden. Das war allerdings eine juristische Bedrohung aus dem Umkreis einer mit Hoffmann verbündeten Truppe in Tübingen. Ich habe ja natürlich auch in diesem Umfeld, so gut es ging, recherchiert und Gespräche geführt. Und da gab es dann eben vorneweg also die Androhung einer, wie heißt das nochmal, einstweiligen Verfügung vor Drucklegung. Und da musste ich
das Buch juristisch prüfen lassen. Damals gab es einen Politiker, der mal ganz kurz einen Knick in seiner Karriere hatte, der Rechtsanwalt war. Der heißt Christian Ude. Der hat es damals nach presserechtlichen Gesichtspunkten geprüft, das Manuskript vor der Drucklegung, und Tipps gegeben, wie man das umschiffen kann, was da angedroht war. Wir haben noch Zeit für eine, genau, eine Frage. Können Sie die Frage wiederholen? Es gibt einen Krimi, das München-Komplott. Der Autor ist seinerzeit auf mich zugekommen. Er bezieht sich ja auf meine Recherche und auf die von Tobias von Heimann. Und er hat mir damals erzählt, dass er eben auch von Polizisten aus dem Stuttgarter Umfeld, wo er als Krimi-Autor auch bekannt ist und Kontakte hat, ebenfalls sind ihm Aktenstücke vorgehalten worden. Und diese Polizisten hätten auf mich, auf das Buch verwiesen. Und dann wandte er sich an mich, und ansonsten hat er etwas gemacht, was wir eben nicht mehr gemacht haben. Da ist der Typ mit der abgerissenen Hand ein ganz bestimmter. Schorler löst die Geschichte. Das ist spekulativ, das kann man machen, wenn man Fiktion macht. Aber man kann auch Fiktion machen und nicht so spekulativ sein. Und das, glaube ich, das ist das Schöne, dass wir uns da an dem Punkt sehr einig waren und uns auf das beschränkt haben, was man, wozu man stehen kann. Also, vielen herzlichen Dank rundherum. Wir müssen nur los. Danke euch. Vielen Dank für den Besuch.